Russland hört mit, wenn sich hochrangige Luftwaffenoffiziere der Bundeswehr über den möglichen Einsatz von Taurus-Marschflugkörpern unterhalten. Und Russland verbreitet diese Informationen dann als Beweis dafür, dass Deutschland Angriffe auf russisches Territorium plane. Das Leck, ein verteidigungspolitischer Super-GAU, der viele Fragen aufwirft. Von Sicherheitslücken in der Kommunikation über das Vertrauen der NATO-Partner in Deutschland bis zur Rolle des Bundeskanzlers in der Taurus-Frage. Putin konnte einen Propagandaerfolg erzielen. Wie kann das in Zukunft verhindert werden? Taurus-Abhörskandal, wie groß ist der Schaden? Unser Thema jetzt. Phoenix-Runde. Erstens nochmal klar, es ist ein Fehler, ein schwerer Fehler, der hier passiert ist, der nicht hätte passieren dürfen. Das, was an Geheimhaltung dort erörtert worden ist, ist nach meiner Wahrnehmung überschaubar. So würde ich es mal vorsichtig formulieren. Aber das bleibt der Bewertung der Juristen vorbehalten. Und ansonsten ist es vor allen Dingen genau das, was Putin erreichen wollte. Er bestimmt eigentlich seit Monaten, seit mehreren Wochen mindestens, setzt er die Agenda über das, worüber wir in Deutschland diskutieren. Der Bundesverteidigungsminister Pistorius heute zum Abhörskandal. Ja, sprechen wir darüber mit diesen Gästen. Ich begrüße Sie ganz herzlich und ich begrüße Patrick Sensburg von der CDU. Bis 2021 war er im Bundestag. Er ist Professor für öffentliches Recht und Europarecht an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen. Und er ist Präsident des Verbandes der Reservisten der Deutschen Bundeswehr. Zugeschaltet aus Tallinn ist uns Ralf Stegner von der SPD. Er ist im Bundestag und Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium und auch Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Ich begrüße Julia Weigelt. Sie ist Fachjournalistin für Sicherheitspolitik. Sie hat das Journalistenbüro Sicherlich gegründet und berichtet unter anderem für den Podcast Streitkräfte und Strategien des Norddeutschen Rundfunks. Und herzlich willkommen Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur der Tageszeitung Die Welt. Herr Alexander, der Bundesverteidigungsminister hat heute gesagt, es war ein individuelles Versehen eines Teilnehmers, der da mitgemacht hat, wahrscheinlich in dem Hotel in Singapur. Dort ist wohl dieses Leck irgendwie entstanden. Aber ganz grundsätzlich, welchen Schaden hat die Bundesregierung genommen? Ja, das ist ja nur das letzte i-Tüpfelchen gewesen einer Horrorwoche für die europäische Sicherheitspolitik. Ich meine, da ist jetzt Offizieren was passiert. Aber wir haben ja erlebt, dass der französische Präsident etwas sagt und am nächsten Tag widersprechen die Verbündeten. Wir haben erlebt, dass der Bundeskanzler etwas sagt und die Briten beschweren sich, der Bundeskanzler habe Geheimnisse preisgegeben. Also es liegt ja, also schlimmer kann eine Woche nicht laufen. Ne? Und da ist das, was den Offizieren da passiert ist, und das ist ihnen ja schon vor Wochen passiert. Und dass die Russen jetzt damit rauskommen, ist ja auch kein Zufall. Sie führen uns vor, sie führen auch Olaf Scholz vor, man muss es in dieser Härte sagen. Das ist nur das i-Tüpfelchen. Herr Stegner, wenn man das hört, also die Russen führen Olaf Scholz vor und all die Sachen, die Herr Alexander jetzt aufgezählt hat, also wie groß ist der Schaden aus Ihrer Sicht? Naja, das ist natürlich keine schöne Sache, es ist eine sehr ärgerliche Panne und es gehört zu den ganzen Propaganda-Bemühungen von Putin dazu, dass er das für sich nutzt. Ob der Schaden in der Sache so groß ist, das weiß ich in der Tat auch nicht. Was wir klären mussten und was unbedingt wichtig ist, ob das ein strukturelles Problem ist oder ein Einzelfall. Wenn das ein Bedienungsfehler war, davon war ja heute die Rede, dann ist es immer noch schlimm genug und ist eben eine Blamage. Aber dann ist das weniger schlimm, als wenn das ein Strukturproblem mit der Sicherheit wäre. Was die Äußerung angeht, glaube ich, ist es zwar nicht schön, wenn sich der französische und der deutsche Regierungschef und Präsident widersprechen, aber dem, was der französische Präsident gesagt hatte, musste man widersprechen. Das erwartet die Bevölkerung in Deutschland auch von ihrem Bundeskanzler, dass er sich da klar zu verhält. Denn wir können nicht ernsthaft auch nur in Gedankenspielen über deutsche Bodentruppen reden oder NATO-Bodentruppen in der Ukraine. Und was den anderen Punkt angeht, den Herr Alexander angesprochen hat, muss man ja sagen, erst wurde geklagt, dass Olaf Scholz sich nicht äußert zu dem Thema. Dann tut er das mit der gebotenen Zurückhaltung, die bei dem Thema da war, dann war das auch nicht in Ordnung. Das ist immer schwierig, den Leuten da gerecht zu werden. Aber nicht, es ist nicht entscheidend, was gesagt wird, sondern es ist entscheidend, was getan wird. Ja. Und da beurteile ich das dann schon ein bisschen anders als Alexander. Das ist klar, da reden wir gleich natürlich noch weiter. Herr Sensburg, ärgerliche Panne, Blamage, sagt Herr Stegner. Was sagen Sie, wie groß ist der Schaden? Ich glaube, es ist schon ein strukturelles Problem. Wir müssen uns Gedanken machen, wie kommunizieren wir, über was kommunizieren wir.
Ich glaube, wir haben in Deutschland über Jahrzehnte versucht, mit der Kommunikation unserer Sicherheitsbehörden auch Vertrauen in der Bevölkerung zu erreichen. Ich erinnere mich noch daran, dass der BND eine Transparenzoffensive gemacht hat. Also ein Geheimdienst, ein Nachrichtendienst macht eine Transparenzoffensive. Wir haben möglichst viel versucht, unsere Bevölkerung hinter die Sicherheitsbehörden zu kriegen, hinter Polizei, Nachrichtendienste, die Bundeswehr. Und jetzt stellen wir fest, es ist vielleicht nicht so klug, alles öffentlich zu kommunizieren. Wir sind mit unserer Kommunikation sehr lasch geworden. Früher galt, Feind hört mit. Wir haben aber alle im Grunde Waffensysteme im Fernsehen präsentiert. Wir haben alles transparent gemacht, um auch Vertrauen zu gewinnen. Aber jetzt merken wir, das schauen sich unsere potenziellen Feinde auch alles an und ziehen die Rückschlüsse raus. Also wir müssen uns schon ganz grundsätzlich über die Art und Weise der Kommunikation Gedanken machen. Ja, und der Feind macht es ja dann öffentlich. Das ist ja auch was, was ja eigentlich eher ungewöhnlich ist. Ist, dass Teil diese Sachen des Propagandakriegs. Dann, genau, Teil des Propagandakriegs verweigelt. Ist es das? Ist es ein neuer Propagandakrieg, diese hybride Kriegsführung, jetzt diese Taurus-Mitschnitte, also diese Gespräche, dass man das öffentlich macht? Ist das, müssen wir uns darauf einstellen oder hätten wir uns schon viel länger darauf einstellen müssen, dass das eben Teil einer Kriegsführung ist von Russland? Ja, Letzteres, was Sie gesagt haben. Ne? Also dieser Propagandakrieg ist ja nicht neu. Der Mitschnitt ist neu, aber der Propagandakrieg läuft seit mindestens 2014, seit der Annexion der Krim. Gibt es eine ganz klare Desinformationskampagne von Seiten Russlands. Das ist ein Teil der hybriden Kriegsführung und da müssen wir uns darauf einstellen. Und da ist Deutschland auch nicht ausreichend darauf vorbereitet. Und zwar weder auf politischer Seite noch gesamtbevölkerungsmäßig und auch die Medien sind da nicht ausreichend vorbereitet. Aber wie kann das denn sein? Weil das ist ja seit über 10 Jahren, ist ja 10 Jahre her, dass die Krim besetzt worden sind, dass wir da nicht drauf vorbereitet sind, Herr Sensburg. Wie kann das sein? Ich glaube, wir haben in vielen Fällen einfach die Schnelllebigkeit der Zeit als Grund gesehen, nicht abgesichert zu kommunizieren, beispielsweise sichere Telefone und so weiter zu haben. Und wir haben nicht wahrgenommen, dass diese Lecks, dass diese offenen Flanken ja vielfältig genutzt werden. Einmal im Sinne des fachlichen Wissens, das haben wir jetzt gesehen. Aber neben den eingestuften Informationen, die hier tatsächlich nur sehr begrenzt erscheinen, was in den Gesprächen gesagt worden ist, gibt es ja eine Vielzahl von Informationen, die darüber hinausgehen, die im Propagandakrieg auch genutzt werden können. Private Kommunikation. Ich kann so schnell Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens diskreditieren, wenn ich Teile der privaten Kommunikation preisgebe. Und da kommuniziert eine Vielzahl der deutschen Mandatsträger, der entscheidenden Personen, sehr ungeschützt, sehr frei. Und da müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie angreifbar wir sowohl bei den dienstlichen, fachlichen Informationen sind, aber beispielsweise auch der noch gar nicht im Blick genommene Privatkommunikation. Also der britische Ex-Verteidigungsminister Ben Wallace hat gesagt, wir wissen, dass Deutschland stark von russischen Geheimdiensten durchdrungen ist. Das zeigt, dass es weder sicher noch zuverlässig ist. Die Innenministerin Nancy Faeser hat heute betont, hat die Abwehrfähigkeit der deutschen Geheimdienste betont. Herr Stegner, was stimmt denn jetzt eigentlich? Wie stark, also wie sicher ist Deutschland und wie sehr kann man sich gegen die russischen Methoden da wirklich zur Wehr setzen? Ich glaube tatsächlich, dass es zur Zeitenwende gehört, dass wir nicht nur die Wehrhaftigkeit, die Bündnisfähigkeit und Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr stärken, sondern dass wir auch unsere Dienste in die Lage versetzen, mithalten zu können. Es wird ja oft gesagt, sie könnten das deswegen nicht, weil sie zu viel parlamentarisch kontrolliert werden. Das finde ich nicht. Aber sie müssen mithalten können und müssen sich auf diese Methoden auch einstellen können. Und da ist eine Menge, glaube ich, zu tun. Auf der anderen Seite muss man ehrlicherweise auch sagen, und es gibt nebenbei auch Empfehlungen, zum Beispiel des parlamentarischen Kontrollgremiums, die Sicherheitsüberprüfungen verbessert werden können. Wir haben peinliche Spionageaffären gehabt, wenn Sie diese Marsala-Affäre sich angucken mit dem Wirecard-Chef, was diese Woche im Spiegel gestanden hat. Das ist alles nicht schön. Ich will aber schon einen Punkt sagen, Demokratien haben es ein wenig schwerer, damit zu heißt halten, nicht, was ein kritischer Professor. Masalek. Entschuldigung. Ja, ja. Masalek. Ja. Guter Hinweis. Grüße an Professor Masala von der Bundeswehr-Universität. Vielen Dank, Herr Alexander. Da haben Sie wirklich recht. Masalek. Aber im Ernst, der Punkt ist natürlich der, Demokratien haben es ein bisschen schwerer, weil sie sich natürlich nicht der Methoden bedienen können und wollen, die Diktaturen zur Verfügung haben. Wir reden ja über Propaganda, Krieg, der geführt wird damit, dass Dinge gefälscht und dass gelogen und betrogen werden und Leute unter Druck gesetzt werden. Das kann eine Demokratie nicht so ohne weiteres selber tun, wollen wir ja auch nicht. Schützen aber, dass man die Kommunikationswege kennt und dass man das mindestens so professionell macht wie die anderen, das finde ich ist in der Tat notwendig und da haben wir auch zu investieren.
Und daran wird auch gearbeitet. Das geht nicht ganz so schnell. Das klingt so ein bisschen, daran wird gearbeitet, das geht nicht schnell, nicht so schnell. Aber Alexander, haben wir da wirklich jetzt lange Jahre einfach total was verpasst? Also, unser Problem ist doch nicht, dass in Singapur ein Bundeswehroffizier vergisst, sich da gesichert einzuwählen. Die Russen brauchen doch keine Agenten. Die hatten bei uns Gerhard Schröder. Die hatten ehemalige Politiker, sozialdemokratische Kanzler in höchster Position, offiziell auf ihrer Payroll. Wofür brauchen die denn Geheimagenten? Die hatten in Mecklenburg-Vorpommern eine Stiftung mit ihrem Geld von öffentlicher Hand. Die waren doch tief in unsere Strukturen. Wir haben doch alles aufgemacht. Was der britische Ex-Verteidigungsminister sagt. Was sollen die denn so? Und unser Problem doch jetzt mit der Kommunikation. Die Offiziere haben doch gar nichts ausgeplaudert. Es ist doch gar keine Nachricht in diesem Ding gewesen. Was bei unserer Kommunikation. Aber sie wird genutzt. Also das, was Sie gesagt haben, wird genutzt. Sie wird genutzt, um bei uns den Bundeskanzler dumm aussehen zu lassen. Aber die Russen haben doch keinen Vorteil im Feld davon. Das ist doch gar nichts passiert. Wir machen doch nur uns angreifbar, weil wir nicht selber wissen, wie wir kommunizieren. Wir hatten in der vergangenen Woche im Bundestag eine große Debatte über diese Taurus-Waffe. Der Bundeskanzler hat nicht teilgenommen. In der nächsten Woche werden wir die gleiche Debatte noch einmal haben, weil die Opposition noch einmal das zur Abstimmung stellen wird. Und schon heute kündigen FDP-Abgeordnete, Koalitionsabgeordnete an, diesmal mit der Opposition stimmen zu wollen. Weil der Bundeskanzler vor einer Woche nicht vors Parlament gegangen ist. Also haben wir kein Kommunikationsproblem, sondern ein Problem im Kanzleramt, so verstehe ich Sie. Also natürlich ist es blöd, was den Offizieren passiert ist. Mhm. Aber das, was das Desaster der vergangenen Woche ist, ist doch 6 Etagen höher gewesen. Aber was? Mit Verlaub. Ja, mit Verlaub, Herr Stegner, bitte. Dürfen Sie. Also ich meine, bei aller Liebe und mir gefällt das, was der frühere Bundeskanzler heute macht, auch nicht. Aber das eine hat mit dem anderen nun wirklich überhaupt nichts zu tun. Und ich finde, worüber wir hier reden, ist, dass es geschützte Kommunikation geben muss, wenn Sicherheitsbehörden und die führenden Leute dort miteinander reden. Das muss professionell sein. Und wir müssen uns gegen Spionage wenden. Das ist schon erforderlich, unabhängig von dem, was der ein oder andere tun mag. Und was Taurus angeht, ob man über so einzelne Waffensysteme in der Weise diskutieren muss, wie wir das tun, da habe ich meine Zweifel. Die Kritik am Bundeskanzler war auch deswegen meiner Meinung nach falsch, weil wenn man über Strategien öffentlich redet, sind es keine. Also dass man sich da zurückhaltend äußert, finde ich eher richtig. Und dass man in der Sache zu einem anderen Ergebnis kommen kann, übrigens auch. Die Bevölkerung scheint das uns auch so zu sehen. Ich habe eine Umfrage gesehen, die gerade veröffentlicht worden ist diese Woche. Da ging es um die Frage, finden die Deutschen, dass die Ukraine stärker unterstützt werden muss? Ja, große Mehrheit. Finden Sie, dass Taurus geliefert werden soll? Mit großer Mehrheit nein. Also insofern, da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Ich finde nicht, dass einzelne Waffensysteme immer Gegenstand von Bundestagsentscheidungen werden sollen. Wird ja auch im Bundestag am Ende nicht entschieden. Und jetzt zu sagen, weil es diese Kommunikationspanne gegeben hat, müsse man das in der Sache revidieren. Das wäre ja nun das Allerletzte, dass man den Propagandageschichten von Putin auch noch damit auf den Leim geht, dass man das dann auch noch daraus andere Konsequenzen zieht in der Sache. Das kann es ja wohl nicht sein. Aber den Dissens über Taurus gab es ja auch schon vorher. Ja, Frau Weigel, in der Tat. Ja, aber das ist eine klare Entscheidung des Bundeskanzlers und ich persönlich finde die richtig und die SPD-Fraktion übrigens auch. Der Ex-NATO-Generalsekretär Rasmussen hat heute gesagt, wir brauchen eine viel entschlossenere deutsche Regierung. Der Bundeskanzler Scholz ist viel zu langsam, viel zu zögerlich. Er wirkt nicht wie ein Anführer. Frau Weigel, was ist denn Ihre Meinung? Wo müsste denn Scholz entschlossener sein? Also ich glaube, wenn wir uns das Ganze mal nur von der Ukraine-Perspektive aus anschauen, müssen wir uns ja überlegen, welches Ziel hat die deutsche Bundesregierung? Da hat Boris Pistorius vor einem Jahr das Ziel ausgegeben, die Ukraine muss gewinnen. Es geht nicht nur darum, dass Russland nicht gewinnt, sondern die Ukraine muss gewinnen. Und wenn die Ukraine wirklich gewinnen soll, dann müssen sie natürlich mit allem ausstatten, was sie dafür braucht, um auch gewinnen zu können. Und wäre dann auch Taurus? Das wäre dann auch Taurus natürlich. Auch aus dem einfachen Grund, wenn wir sagen, wir wollen das Sterben dort beenden. Ja, wir wollen, dass so wenig wie möglich Menschen dort sterben, ukrainische, und ich will auch, dass so wenig möglich wie russische Menschen dort sterben im Übrigen. Mhm. Dann wäre es doch total hilfreich, diese Kertschbrücke, also diesen Versorgungsweg zu sprengen, um einfach logistisch das Ganze abzukürzen. Mit weniger Logistik gibt es weniger Kampfkraft. Und dafür Taurus zu liefern, das finde ich eine gute Sache. Fänden Sie eine gute Sache, sind aber viele Menschen, wie Herr Stegner gesagt, haben da Bedenken, dass dann halt eben Deutschland Kriegspartei werden könnte. Wäre das so, Herr Sensburg, Ihrer Meinung nach? Nein, zweifelsohne nein. Natürlich ist die Lieferung von Waffen, von Gerät
nicht dazu geeignet, Kriegspartei zu werden. Sonst wäre China, viele andere Länder wären ja sofort Kriegspartei. Ich glaube, chinesische Waffen sind in der ganzen Welt unterwegs. Also von daher, das ist definitiv nicht der Fall. Selbst wenn ich Personal habe, die das Waffensystem pflegen, warten etc., werde ich nicht Kriegspartei. Ich muss mit Kombattanten am Kriegsgeschehen beteiligt sein. Das haben wir seit Ewigkeiten so in der Definition. Das ist anerkanntes Völkerrecht. Also die Diskussion ist, glaube ich, ein Ablenkungsmanöver. Wir müssen uns entscheiden, und da dürfen wir auch nicht ewig lange Entscheidungsprozesse haben, wie wollen wir diese Ziele im Krieg erreichen, die gerade genannt worden sind. Wie wollen wir es erreichen, dass die Ukraine den Krieg gewinnt? Und wenn wir Entscheidungsprozesse sehr lang führen, und wir wissen ja schon, was steht als nächstes an, was steht als nächstes an, dann liefern wir offene Flanken. Es ist gut, wenn wir in der Demokratie diskutieren, aber irgendwann muss eine Entscheidung her. Und wir müssen vor allen Dingen auch aufpassen, dass wir uns nicht mit unserer Energie nur auf einzelne Waffensysteme stützen. Vom Leopard zu irgendwelchen Kampfhubschraubern. Jetzt sind wir bei Taurus und alles, die Medienöffentlichkeit, die deutsche Öffentlichkeit diskutiert Taurus ja oder nein. Aber wir brauchen natürlich eine viel breitere Unterstützung für die Ukraine. Und da habe ich ein bisschen Sorge, dass die Energie dann zu sehr sich auf Details fokussiert und das große Ganze nicht mehr im Blick ist. Wäre es nicht dann gerade besonders wichtig, dass man da als Europa eben gemeinsam eben die Linie vorgibt, Herr Stegner? Und das sah man ja gerade in dieser Woche eben nicht, eine Einigkeit in Europa. Naja, aber wenn man das mal anguckt, wie das bisher gewesen ist, ist die Einigkeit sehr viel größer, als sie früher war. Wir haben mit Finnland und Schweden jetzt zwei neue Mitglieder in der NATO, das hat die Sicherheit um die Ostsee verbessert, das hat der Putin sich nicht gewünscht, glaube ich, hat aber die Sicherheit für unsere baltischen Nachbarn, die Polen, deutlich verbessert. Wir haben gemeinsam gehandelt und Deutschland hat übrigens, ich will das nochmal sagen, mit Abstand am meisten an Unterstützung auch militärischer geleistet, was den europäischen Teil angeht. Und Sie dürfen ja nicht vergessen, die Debatte, Herr Sensburg, die ist ja ganz anders geführt worden. Mitglieder der Union haben sich geäußert, Herr Kiesewetter hat gesagt, man müsse den Krieg nach Russland hineintragen in die Ministerien. Und solche Äußerungen sind da kommen. Es wird über nukleare Waffen in Europa gesprochen oder eine europäische Atombombe und ähnliches mehr. Das waren die Debatten der letzten Woche. Ich glaube, dass das, was wir tun, nämlich zum Beispiel Flugabwehr zu liefern in höchster Qualität, um die zivilen Zentren zu schützen, Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten, Wohngebäude, dafür zu sorgen, dass die Munitionsengpässe beseitigt werden, dass das wichtig ist und nicht das, was die Militärstrategen die ganze Zeit gesagt haben, diese Waffe noch, diese Waffe, diese Waffe noch, das entscheidet den Krieg dann zugunsten der Ukraine. Wir haben jetzt in das dritte Jahr und militärisch hat sich die Lage so offenkundig nicht verbessert. Und ich glaube auch, die einseitige Betrachtung ausschließlich der militärischen Situation führt eben nicht weiter, wenn man nicht möchte, dass der Krieg noch ewig andauert. Ja. Und vor allen Dingen nicht möchte, dass Putin mit Gewalt hier Grenzen verschieben kann. Da gehört mehr dazu. Außerdem, was wir militärisch tun, und ich sage das nochmal, sehr viel mehr als viele andere. Wir können Amerika nicht ersetzen. Stegner, genau, wir sollten auch nicht so tun, dass wir haben schon gewonnen. Weil Sie gerade Herrn Kiesewetter von der CDU zitiert haben, würde ich gerne nochmal das ganze Zitat nochmal aus einem Interview der Deutschen Welle. Da hat er gesagt, Russland muss das Existenzrecht seiner Nachbarn anerkennen. Der Krieg muss nach Russland getragen werden. Russische Militäreinrichtungen und Hauptquartiere müssen zerstört werden. Wir müssen alles tun, dass die Ukraine in die Lage versetzt wird, nicht nur Ölraffinerien in Russland zu zerstören, sondern Ministerien, Kommandoposten, Gefechtsstände. Herr Sensberg, Ministerien sind wahrscheinlich eher in Moskau. Also was heißt das, Ihr Parteikollege Kiesewetter? Was meint er damit? Wir müssen den Krieg nach Moskau tragen? Müssen Moskau bombardieren? Heißt es das? Ich glaube, Russland versteht nur Härte. Russland versteht eine klare Sprache, dass es diesen Krieg nicht gewinnen wird. Dass es diesen Krieg nicht gewinnen wird und wenn sie den Krieg weiterführen, wird das erhebliche Nachteile für Russland haben. Ich glaube, das ist die Kernaussage, die Kiesewetter treffen wollte. Und da gehört eben auch dazu, dass man sagt, wenn dieser Krieg weitergeht, dann wird es auch Ziele geben, die von strategischer Bedeutung sind, die in Russland attackiert werden können, nicht durch uns, sondern durch ukrainische Kräfte. Ukraine befindet sich mit Russland im Krieg und die Ukraine wird sich genau überlegen, welche strategischen Ziele sie angreift. Dieses Recht hat die Ukraine und von daher wird die Ukraine entscheiden, welche Ziele richtig sind, dass sie wirklich attackieren muss. Man sollte hier nicht gegenüber Russland sagen, das verbieten wir uns. Dann weiß Russland ja schon, was alles gar nicht passieren kann. Herr Alexander, wie bewerten Sie diese Äußerung von Herrn Kiesewetter? Die Äußerung von Herrn Kiesewetter, den ich persönlich schätze als Abgeordneten, weil er schon oft mutig Sachen gesagt hat, die andere nicht gesagt haben, diese Äußerung fand ich töricht. Gerade die Ministerien, weil da ist etwas, sowas sagt man nicht leicht hin, auch nicht als Oppositionsabgeordneter. Aber es reiht sich ein. Also ich meine, wir reden an einem Dienstagabend. Am Montag hat der Bundeskanzler gesagt,
Taurus gibt's nicht, weil ich der Kanzler bin. Und seine eigene Außenministerin hat ihm ganz wenig verschlüsselt, nur öffentlich widersprochen und gesagt, natürlich geht die Debatte weiter. Aber man hat auf der anderen Seite hat man immer gesagt, der Kanzler soll doch mal von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch machen, ja, er soll Führungsstärke zeigen, es ist es nicht genau denn das, was er tut? In einer Regierung kann doch nicht in so einer Frage die Außenministerin und der Kanzler einen unterschiedlichen Text sprechen. Das geht nicht, egal wie man da sachlich steht. Und auch Scholz hat erst im Parlament geschwiegen. Dann hat er gesagt, die Ukrainer können es nicht. Und dann, nachdem ihn die Russen blamiert haben mit diesem von den Offizieren aufgezeichneten Mitschnitt, hat er gesagt, nee, es geht mir eigentlich um Kontrolle. Also er hat auch dreimal die Begründung gewechselt mittlerweile. Mhm. Und das dritte Mal war er in einer Veranstaltung in Baden-Württemberg vor Schülern. Also das war alles nicht so geplant. Und da ist etwas durcheinander geraten. Die deutsche Regierung muss mit einer Stimme sprechen. Auch dass das Parlament jetzt nochmal über Taurus abstimmt. Das geht doch nicht. Es muss doch eine Haltung dazu entstehen. Und diese Haltung muss im Idealfall auch mit den Verbündeten abgesprochen sein. Und ich meine, schauen wir in die britische Presse. Das ist ein Händeringen über unser Land. Also man muss wirklich sagen, da ist was schiefgelaufen in der letzten Woche. Ja, stimmt denn das? Der Bundesverteidigungsminister hat gesagt, wir dürfen Putin nicht auf den Leim gehen. Frau Weigelt, sind wir gerade, ist die Bundesregierung dabei, Putin auf den Leim zu gehen, indem sie da nicht klar abgestimmt, auch europäisch abgestimmt mit einer Stimme spricht? Die Aussage mit dem, wir dürfen Putin nicht auf den Leim gehen, bezog sich ja auf die Abhöraffäre. Und da kann ich vielleicht noch mal anknüpfen an das, was ich von Ihnen so ein Stück weit eben so verstanden habe. Ich weiß nicht, ob Sie es so gemeint haben, dass da nicht so viel passiert sei, dass da nicht so viele Infos geleakt wurden, dass das meiste davon schon bekannt war. Dem stimme ich inhaltlich zu. Aber Russland hat natürlich einen Grund, warum es dieses Dokument jetzt geleakt hat oder den Mitschnitt. Und da geht es um einerseits natürlich Russland kurz vor den Wahlen. Putin will sich als starker Mann, großer militärischer Führer, der Deutschland unter Kontrolle hat, unterwandern kann, darstellen. Will das Volk einschwören auf einen vielleicht Krieg auch noch gegen baltische Staaten, der vielleicht noch kommt, oder einen längeren Krieg eben in der Ukraine. Will eine Bedrohung hochstilisieren, die es nicht gibt, ja, dass Deutschland, das NATO angeblich schon im Krieg mit drin sei. Da wird es genutzt auf jeden Fall und es trägt auch zur Destabilisierung, zum Vertrauensverlust bei auf ganz vielen Ebenen. Was die deutsche Bevölkerung in deutsche Organisationen angeht, was die Ukrainer in Deutschland angeht, was unsere Verbündeten angeht. Ja, inwieweit werden die jetzt noch Informationen mit uns teilen, wenn die merken, dass da so wenig Sensibilisierung herrscht? Also da denke ich schon, dass das einige Konsequenzen mit sich gebracht hat. Herr Stegner, Sie sind gerade im Baltikum unterwegs, Sie waren auch in Finnland. Was hören Sie, welche Fragen werden Ihnen da gestellt nach Deutschlands Haltung und nach Deutschlands Kommunikation? Also insgesamt wird jedenfalls festgehalten, dass das, was ich gerade gesagt habe, dass Deutschland mit großen Mitteln, und zwar als stärkstes in Europa, die Ukraine unterstützt. Das wird hier gesehen und auch betrachtet. Und was die hybride Kriegsführung angeht, haben wir überall die gleichen Herausforderungen. In den baltischen Staaten, in Finnland wird das auch gesehen. Man darf sich eben halt auch nicht vorführen lassen. Und ich finde auch, man muss den Putin auch nicht psychologisieren. Dieser ganze Propagandakram, ob der nun dieses oder jenes gemeint hat, das spielt doch eigentlich überhaupt keine Rolle. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, natürlich muss man über Taurus nicht nochmal im Bundestag reden. Die Union macht es halt trotzdem und beantragt das. Aber es wird die gleiche Entscheidung geben wie beim letzten Mal auch. Und das kann man unterschiedlich sehen, kann man eine unterschiedliche Einschätzung zu haben. Aber zu sagen, die Bundesregierung können nicht entscheiden, ist falsch. Es wird eine klare Entscheidung geben, aber Herr Stegner, dass das nicht stattfindet. Sind Sie auch meiner Meinung, dass der Kanzler und seine Außenministerin sich einig sein sollten in dieser Frage? Für mich ist der entscheidende Punkt, dass die Entscheidung so ist, wie sie ist. Und sie wird verantwortet auch durch den Bundeskanzler, der übrigens, will das mal sagen, der Bevölkerung mehrere Dinge versprochen hat. Erstens, dass wir die Ukraine unterstützen, so gut wir das können bei der Verteidigung. Das machen wir. Das sagen übrigens auch alle, auch wenn wir öffentlich ständig angegriffen werden. Wenn Sie mit den Leuten reden, sagen Sie, erkennen die das durchaus an. Zweitens, dass wir Deutschland und die NATO aus dem Krieg heraushalten, dass wir nicht Kriegspartei werden wollen. Da ist das leichtfertige Gerede, finde ich, deutlich schlimmer, als wenn mit unterschiedlichen Akzenten der ein oder andere zum Ausdruck bringt, dass es auch unterschiedliche Meinungen geben kann. Und drittens, dass wir mit den Verbündeten so gut es geht jedenfalls kooperieren. Das findet mit dem amerikanischen Präsidenten sehr, sehr eng statt. Das für die deutsch-französische Zusammenarbeit war keine gute Woche, da will ich Herrn Alexander gerne folgen. Das kann sicher besser werden. Das lag aber, finde ich, in diesem Fall wirklich daran, dass es unverantwortlich ist, über den Einsatz von Bodentruppen zu reden. Wirklich unverantwortlich. Und viele Menschen in Deutschland sind übrigens sehr besorgt. Die sprechen einen an, die wollen, dass der Bundeskanzler was dazu sagt. Und er hat es auch getan.
Und wir wollen das jetzt hier nicht ausbreiten, aber ich will schon sagen, durch diese Veröffentlichung ist ja auch das Thema deutlich geworden, wie das denn ist mit britischer Präsenz in der Ukraine und ähnliche Dinge mehr, die da eine Rolle gespielt haben. Es ist nicht wünschenswert, dass sowas öffentlich ausgetragen wird. Aber es war dann die Konsequenz. Und wir müssen lernen, was Herr Pistorius auch gesagt hat, dass wir nicht ständig nach der Pfeife tanzen in der Kommunikation, nach dem, was Putin will oder nicht will, was für komische Interviews er macht mit amerikanischen Pseudojournalisten, sondern dass wir das, was wir in der Sache richtig finden, tun und das ignorieren, was an Putin-Propaganda da stattfindet. Das ist ohnehin aber da sind wir ja dann, aber da, das läuft ja im Moment dann nicht so gut. Und dann wären, aber Sie wollten jetzt noch direkt darauf was sagen. Ich finde, man sollte noch mal darüber sprechen, wie die Stimmung in der Bevölkerung ist. Weil das haben wir doch schon einmal gesehen in dieser Panzerdebatte. Als wir uns diese lange Panzerdebatte geleistet haben, hat das für Verunsicherung bei den Leuten gesorgt. Und dann hat irgendwann der Kanzler entschieden und hat gesagt, wir liefern diese Panzer, weil wir machen das gemeinsam mit den Amerikanern, einen Schritt mit unseren Verbündeten, wir werden nicht Kriegspartei. Und überraschend, sofort haben die Umfragen gedreht, weil die Leute darauf hören. Die haben das verstanden. Und wenn der Kanzler jetzt bei Taurus wieder mit den Verbündeten gehandelt hätte, die ja vergleichbare Waffen schon geliefert haben, und diesen Punkt erklären würde, hätte er auch die Bevölkerung hinter sich. Nur leider hat er sich in dieser Frage entschieden, das nicht zu tun, sehr bedauerlicherweise. Und ich weiß nicht, ob das ein Punkt ist, den die SPD im Wahlkampf nutzen soll. Wenn man Herrn Stegner hört, kommt einem ehrlich gesagt der Verdacht. Aber das ist schade, weil der Kanzler hätte die Möglichkeit, die Bevölkerung zu beruhigen und ihr die Dinge zu erklären. Aber wenn der Kanzler ganz klar sagt, er will das nicht, Taurus liefern, und die Union weiß auch, dass sie dann dafür keine Mehrheit hat, und trotzdem stellen Sie es wieder zur Debatte. Herr, aber schauen Sie, Herr Kubicki hat gesagt, 12 hat Kubicki heute gesagt, 12 Liberale werden mitstimmen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber da will man noch ein paar Grüne dazu nehmen, weil die Abgeordneten sind sauer. Die dachten doch schon letzte Woche, sie hätten für Taurus gestimmt. Trotzdem, Herr Sensburg, trägt nicht die CDU da auch zur Verunsicherung dann genau bei? Also ich glaube das nicht. Ich glaube, es ist richtig, um eine Sache zu kämpfen. Ich glaube, es ist in der Demokratie auch wichtig, solche Dinge im Parlament zur Abstimmung zu stellen. Wir haben alle gesagt, unser Parlament in Deutschland, das ist der richtige Ort, diese Dinge zu entscheiden. Und wie es gerade gesagt worden ist, wir wollen mal gucken, wie die Mehrheiten sind. Ich glaube, die Lieferung von Taurus ist absolut notwendig. Übrigens, gerade gesagt, auch anderer Waffensysteme, auch Munition, das ist dringend notwendig. Alles, was es wirklich bedarf. Und von daher ist die Abstimmung richtig. Aber es darf eben nicht bei dieser Abstimmung bleiben. Es muss mehr in die Breite gehen. Frau Weigelt, wie sehen Sie das? Die Waffensysteme werden nicht im Deutschen Bundestag beschlossen, sondern die werden, wie Sie wissen, von einem geheimtagen Kabinettsausschuss beschlossen. Das war immer so und das soll sich auch, glaube ich, nicht ändern. Das ist falsch, über Waffensysteme im Bundestag im Detail zu diskutieren. Das gehört da, glaube ich, wirklich nicht hin. Und insofern wird das so ausgehen, das sage ich Ihnen, wie es letztes Mal ausgegangen ist, übrigens mit großer Mehrheit. Und deswegen, finde ich, ist das nicht verantwortlich, was die Union da tut. Und sie mag es tun, das Ergebnis wird das gleiche bleiben. Frau Weigelt, wie verantwortlich handelt die Union in dieser Frage, Ihrer Meinung nach? Jetzt nochmal Taurus wieder ins Spiel zu bringen. Ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass ich für eine Lieferung wäre. Das heißt, ich finde es auch gut, das weiter im Spiel zu halten. Was ich mich die ganze Zeit frage, ist, warum wir nicht ganz klar nochmal sagen, und es wird an vielen Stellen gesagt, Herr Alexander hat auch schon gesagt, es wäre hilfreich, wenn der Kanzler es mal so klar sagen würde, dass wir durch Waffenlieferungen nicht zur Kriegspartei werden. Es gibt ein ganz klares völkerrechtliches Diktum. Ja, wir haben die UN-Charta, nach der es ein Gewaltverbot gibt. Russland hat das gebrochen, die UN-Vollversammlung hat das beschlossen. Es gibt Artikel 51 der UN-Charta, da gibt es ein individuelles und kollektives Selbstverteidigungsrecht angegriffener Staaten. Das heißt, wir, Deutschland, kann die Ukraine da komplett unterstützen, sogar noch mehr als Waffenlieferungen machen, wenn wir im Rahmen dieser kollektiven Selbstverteidigung uns engagieren würden, ohne irgendeine Kriegspartei zu werden. Das ist erstmal die völkerrechtliche Seite. Und die zweite Komponente davon ist, dass Putin ja Völkerrecht bricht ohne Ende. Erstmal durch den Angriff der Ukraine, durch Vergewaltigungen, durch den Beschuss von ziviler Infrastruktur noch und nöcher. Also da müssen wir auch noch mal gucken, wie sehr interessiert Putin eigentlich dieses Thema Völkerrecht? Also, da hat man ja gar nicht. Ja. Die Frage ist, und aber deswegen ist der Punkt mit dem Völkerrecht auch irreführend. Es geht doch nicht darum, ob das völkerrechtlich jetzt so oder so ist. Das nützt im Zweifelsfall gar nicht, sondern es geht darum, Eskalationen möglicherweise zu vermeiden. Der Putin achtet das Völkerrecht, das ist ein Kriegsverbrecher. Und da gibt es auch keine zwei Meinungen. Deswegen finde ich das auch gelegentlich ärgerlich, was da zusammengerührt wird. Und ich muss sagen, zu sagen, es sei nur eine Völkerrechtsfrage, ist völlig egal, was wir tun,
ist eben falsch. Ich glaube, darauf zu achten, dass es keine Eskalation gibt, dass wir das tun, was wir tun können, aber eben auch darüber nachdenken, wie der Krieg beendet werden kann und eben nicht nur, wie er am besten geführt wird. Und die Militärstrategen sind ja die einzigen, die öffentlich debattieren. Diplomatie ist immer hinter verschlossenen Türen. Da höre ich immer nur, der Putin will ja gar nicht verhandeln. Das dazu aber auch gehört, Einfluss auszuüben über andere Staaten zum Beispiel. Über große Staaten, wie China zum Beispiel, die in vielen Dingen mit uns nicht übereinstimmen und dem Westen auch keinen Gefallen tun wollen. Aber im Zweifelsfall vielleicht nützliche Einfluss ausüben könnten, weil die auch Geschäfte mit Europa machen wollen und der Krieg ist dafür hinderlich. Also ich glaube, die Verengung allein auf die Frage, dass wir ganz viele neue Militärexperten haben, die öffentlich sagen, welches Waffensystem jetzt den Durchbruch bringen soll, das finde ich ist wirklich irreführend. Und das dann noch an die Adresse der Deutschen, die mit Abstand am meisten liefern, das finde ich alles schräg. Wir sollten auch nicht so tun, als ob der Trump die Wahl schon gewonnen hätte und Amerika weg sei. Auch das ist eine Frage, die hoffentlich anders kommt. Die Amerikaner sind hoffentlich klüger. Ich würde gerne noch mal einen Blick darauf werfen, wie die Desinformation, die Russland ja betreibt, wie die auch in unsere deutsche Gesellschaft wirkt. Weil wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, wie die Bevölkerung reagiert darauf. Sind wir da auch zu naiv, Herr Sensburg, dass wir nicht merken, wie stark eben die Möglichkeiten Putins eben hier einzuwirken, dass wir die nicht ernst genug nehmen? Ich glaube, wir sollten zum Ersten nicht in politischen Debatten relativieren. Also Herr Stegner, wenn Sie sagen, das haben Sie ja im Kern jetzt gesagt, wir würden Putin nicht genug Verhandlungstüren öffnen, dann hätte ich das von Sarah Wagenknecht erwartet, aber nicht von Ihnen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist das falsche Argument, in einer Diskussion das einzustreuen, weil das verwirrt gerade die Leute. Ich glaube, wir sollten ganz deutlich sagen, es ist Putins Entscheidung, diesen Krieg begonnen zu haben. Es ist Putins Möglichkeit, ihn auch jeden Tag, jede Minute wieder zu beenden. Verstehe ich auch gar nicht, wie man den Kopf schütteln kann. Also an der Stelle zu sagen, wir hätten Putin nicht genug Verhandlungsraum geöffnet. Herr Stegner hat ja gesagt, man könnte ja noch mal schauen, ob nicht andere Staaten mit... Nein, wenn ich beides in einem Atemzug nenne, dann werde ich unklar. Und deswegen erster Punkt, wir müssen die politische Debatte klar führen. Zweiter Punkt, wir müssen in der Kommunikation gegenüber Putin deutlich sein. Er versteht nur die Sprache ganz klar der Macht. Wenn er eine Option sieht, dann wird er die auch gehen. Und das ist seine Strategie, möglichst viel zu gewinnen. Und da muss eben das Stoppschild her. Und das wird nicht anders gehen, außer mit militärischen Mitteln. Kurz noch, Herr Stegner, und dann Herr Alexander. Ich möchte da widersprechen. Ich glaube, es gehört dazu sowohl militärische Unterstützung wie Diplomatie. Wenn wir das nämlich nicht machen, dann werden genau die Rechtspopulisten, von denen Sie reden, und die Wagenknechts und die AfD-Leute, die behaupten, sie seien Friedenspartei, in Wirklichkeit unterstützen die Diktatur Putins, die Einzigen, die damit reden, sie würden was mit Frieden zu tun haben. Man braucht Militär und diplomatische Anstrengungen. Und diplomatische Anstrengungen immer als Appeasement zu verhöhen und zu sagen, das sei völlig falsch, darüber auch noch nachzudenken, das ist eben falsch. Und wir sehen im Nahen Osten übrigens gerade, wo das hinführt, wenn es überhaupt gar keine diplomatischen Anstrengungen gibt, wie sie Europa da nicht unternommen hat. Und deswegen gehört beides dazu. Militärische Unterstützung bei der Verteidigung und diplomatische Anstrengungen auf allen Wegen Einfluss zu nehmen. Olaf Scholz ist kritisiert worden. Ist schwierig natürlich in einer Woche, in dem Nawalny beerdigt worden und Menschen, die Blumen dort niederlegen, auch verhaftet werden. Das macht es natürlich besonders schwierig. Herr Alexander, wo sehen Sie eine Möglichkeit oder wo sehen Sie eine Gefahr durch Russlands Desinformation in unserer Gesellschaft? Naja, früher hatten wir eine Partei, die Putins Lied gesungen hat, das war die Linkspartei. Jetzt haben wir drei und am lautesten singt die AfD, muss man ja auch mal sagen. Ne? Also als Mitte-konservativer Mensch, ne? Früher hat man immer gedacht, die Linken haben da nicht alle Tassen im Schrank, jetzt haben die Rechten nicht alle Tassen im Schrank. Aber hallo, also was man von der AfD in diesem Kontext hört, spottet jeder Beschreibung. Ja? Und damit müssen wir klarkommen. Und wir müssen das auch so hart formulieren. Es gibt im Deutschen Bundestag Parteien, die Führer, hätte man gesagt, die fünfte Kolonne Moskaus. Ich will jetzt gar nicht diese Rhetorik greifen, aber die tatsächlich gegen die Interessen unseres Landes arbeiten. Das ist so. Und ein Teil macht das, glaube ich, aus Dummheit und ein Teil macht das absichtlich. Aber das müssen wir wissen. Und das muss auch, ich meine, jeder wissen, der sagt, AfD oder Linkspartei wären Koalitionspartner. Dann kann man keine vernünftige Außenpolitik mehr machen. Aber welche Konsequenzen muss man daraus ziehen, Frau Weigel? Wie können wir damit umgehen mit solch einem Propagandaerfolg jetzt auch von Putin? Also die Propaganda verfängt ja, das sehen wir auch an den Wahlergebnissen zum Beispiel der AfD. Und es gibt eine Extremismusforschung, die sich damit auseinandersetzt. Warum werden Menschen zu Extremisten, teilen solches Gedankengut, sind anfällig für solche populistischen Meinungen?
Und da sehe ich ein großes Problem, dass wir sowohl bei uns in unserem Medienbubble als auch in der politischen Bubble, als auch gesamtgesellschaftlich zu sehr auf Fakten setzen. Ja? Fakten sind sicherlich wichtig ein Stück weit, um Faktenchecks zu machen, um Narrativen entgegenzusetzen, etwas. Aber wenn Menschen besonders radikalisiert schon sind, dann, das sagt die Extremismusforschung, gießen sie quasi Öl ins Feuer, wenn sie denen noch Fakten um die Ohren schlagen. Und wenn sie denen sagen, wie dumm kann man denn sein? Ne? Also das habe ich eben bei Ihnen so ein bisschen gehört. Ne? Oh, also nicht gesagt, manche Menschen sind einfach zu dumm. Ja, ob Gott sie das aus Dummheit dumm machen oder so. Ja. Wenn man denen dann noch so eine Beschimpfung um die Ohren schlägt, dann treibt es die noch weiter an den Rand. Und was wichtig ist, ist, sich selber an den Punkt zu bringen, zu fragen, warum denkst du das denn? Wie kommst du denn dazu? Und dann kommt man ganz schnell dahin, dass es den Menschen gar nicht um Ausländer oder um Corona oder um die Wahl in den USA geht, sondern um ganz andere Sorgen. Okay, aber was dann nochmal, unterschätzen wir die Macht Russlands und Putins, Herr Sensburg, was ja Propaganda, Information auch in unserem Bevölkerung, bei unserer Bevölkerung betrifft? Also ich glaube, dass wir lange nicht so richtig auf das Themenfeld Propaganda geschaut haben. Der Begriff war auch irgendwie nicht griffig. Und Putin hat das lange schon aufgebaut, auf verschiedenen Ebenen Kommunikationswege eröffnet. Und wir müssen uns Gedanken machen, auf wie vielen Wegen es ihm gelingt, in unsere Gesellschaft einzudringen. Ich glaube, das sind sehr vielfältige Wege. Das ist eben nicht nur Social Media, das ist nicht nur ein Fernsehsender. Das sind sehr viele Kanäle und er nutzt das wirklich sehr effektiv. Und von daher müssen wir erstmal die Kanäle viel deutlicher beschreiben. Wir müssen auch, ich sag mal, klar deutlich machen, wie Finanzströme laufen, wer wie mit Putin und Russland zusammenarbeitet. Also das müssen wir deutlich machen und welche Konsequenzen das auch hat. Wie wir unsere freiheitlichen Werte verteidigen, wofür wir stehen und was die Alternative eben wäre. Aber dann wäre es doch umso wichtiger, dass der Westen sich sehr einig und stark präsentiert. Absolut. Gerade der europäische Gedanke, wir sind kurz vor einer Europawahl, wird viel zu wenig transportiert und diskutiert. Ich frage mich immer noch, was das zentrale Thema der Europawahl sein wird. Ich hoffe, wir kommen da irgendwie mal demnächst hin. Verteidigungsfähigkeit wäre ja sicherlich, aber auch die Werte Europas. Wir haben das Friedensmodell, wir haben das Modell wirtschaftlicher Prosperität in Europa und kommen damit gar nicht vor einer Europawahl raus. Könnte genau das Gegenmodell zu Russlands Gedanken eines russischen Reiches sein. Also von daher, da können wir viel mehr machen in der Kommunikation, eigene Narrative schaffen, die wir auch entgegenhalten können. Mhm. Herr Stegner, wie sehr kann ja jetzt mit der Taurus-Debatte merkt man, dass Opposition und Regierung, dass es da nun wirklich hakt, wenn jetzt auch noch FDP-Abgeordnete auch noch von der Fahne gehen sozusagen. Wie schafft man das, dass man eben eine Einigkeit herstellt und auch nach außen hin und eben in Richtung Russland eben ein klares Zeichen setzt, dass man gemeinsam stark ist gegen Russland? Ich glaube, bei allem parteipolitischen Wettbewerb, für den ich immer sehr zu haben bin, muss man schon darauf achten, dass man die Grenzen da zieht, wo sie gezogen werden müssen. Ich gebe Herrn Alexander ausdrücklich recht, was er über die AfD gesagt hat. Rechtspopulisten, die hohe Umfragewerte haben, reden über Frieden und wollen in Wirklichkeit nur die Diktatur Putins verteidigen. Und wir müssen aufpassen, dass es ihnen nicht gelingt, mit den Ängsten zu punkten. Deswegen darf man übrigens auch nicht soziale Sicherheit gegen äußere Sicherheit ausspielen. Das geht nicht, das ist falsch. Dann holen die sich billig Zustimmung von Leuten, die sich Sorgen darüber machen, weil man sie da abholen kann. Und ich will trotzdem noch mal sagen, weil mir das ein bisschen zu kurz kommt, wir haben nicht die gleichen Möglichkeiten im Arsenal. Beim Kampf um die Mehrheit der öffentlichen Meinung können wir nicht agieren wie Diktaturen. Du kannst nicht lügen und betrügen, das will man auch nicht, nebenbei bemerkt. Fakten sind schon wichtig und eine gescheite Kommunikation auch. Und manchmal muss auch ein bisschen Beruhigung stattfinden. Wir haben ja in Deutschland eine sehr alte Bevölkerung, nach Italien die zweitälteste in Europa. Und viele, gerade ältere Menschen, die entweder als Kinder den Krieg noch erlebt haben oder wissen, was es mit ihren Familien gemacht haben, haben auch Angst vor Krieg. Und mit denen kann ich nicht über einzelne Waffensysteme diskutieren, sondern muss ich darüber reden, was wir eigentlich tun, um zu vermeiden, dass der kommt. Was wünschen Sie sich denn an beruhigender Kommunikation Ihres Bundeskanzlers? Ich fand es richtig, ausdrücklich richtig, dass er nach der Rede des französischen Präsidenten gesagt hat, liebe Leute, das gibt es mit mir nicht. Die Deutschen können sich darauf verlassen, dass wir uns nicht am Krieg beteiligen werden. Und es wäre das ja, wenn man Bodentruppen schickt. Oder dass auch diese unsinnige Debatte um Atomrüstung, die mir vorkommt wie in den 50er Jahren, neu aufgelegt wird. Und eben auch nicht,
dass die Leute Angst haben müssen um soziale Sicherung. Manche sagen, wir müssten jetzt Wohlstandsverluste den Menschen nahelegen, damit das klappen kann. Wir müssen ja mehr Geld, wir werden ja mehr Geld ausgeben für Rüstung. Ich habe das aber selbst an einem Beispiel erlebt, muss ich Ihnen sagen. Ich habe die Woche gesagt, man kann nicht einfach eine Blut, Schweiß und Tränenrede in der Demokratie halten. Da hieß es ja, der Churchill hat die doch auch gehalten als Demokrat. Das stimmt. Aber das war 1940, da waren die schon ein Dreivierteljahr im Weltkrieg. Deutschland ist nicht Kriegsteilnehmer. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Okay. Kann man überhaupt nicht vergleichen. Herr Stegner, jetzt muss... Deswegen glaube ich, in der Demokratie müssen wir andere Prozesse haben der Mehrheitsbildung, als solche reden. Herr Alexander fällt hier fast vom Stuhl her. Ja, das ist doch wirklich lustig, dass Sie wieder damit kommen mit diesem Satz, man kann in einer Demokratie keine Blut, Schweiß und Tränenrede halten. Natürlich, die Blut, Schweiß und Tränenrede von Churchill ist im britischen Unterhaus gehalten worden. Das ist vielleicht die wichtigste Rede, die jemals in einer Demokratie gehalten wurde, weil die hat dafür gesorgt, dass Hitler den Krieg verloren hat. Und ich erkenne ausdrücklich das Motiv von Herrn Stegner an, Ängste in der Bevölkerung anzusprechen, um Leute in der demokratischen Mitte zu halten. Ich erkenne dieses Motiv an. Ich glaube, das ist auch aus bestem Wissen und Gewissen. Nur langfristig hat natürlich auch in der Nachkriegsgeschichte den Frieden gesichert, dass wir Teil eines wehrhaften Bündnisses waren, der NATO. Das war ja schon der Erfolg. Ja, und dass auch Atomwaffen zur Verfügung standen und dass der Krieg eben nicht zu uns gekommen ist, den die Russen ja anderswo hingetragen haben. Und das ist ein Teil der Wahrheit, den man, glaube ich, den Leuten auch zumuten kann und muss. Mhm. Herr Sensburg, jetzt gibt es am Montag eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses. Dort soll auch der Bundeskanzler reden. Oder wird zumindest erwartet, dass er dorthin geht. Also welche Erwartungen haben Sie denn jetzt? Was folgt aus dieser Woche, aus diesem Skandal? Was wäre jetzt wichtig? Ich glaube, die Frage ist genau die, was dabei rauskommt, was wir langfristig lernen. Ich will jetzt gar nicht mich auf diese politischen Fragen konzentrieren, sondern wie ändern wir unsere Kommunikation? Wie gehen wir mit Kommunikation insgesamt um? Ich glaube, nach dem, was gerade gesagt worden ist, wir können unseren Bürgerinnen und Bürgern viel mehr Klarheit offenbaren. Ich glaube, die wissen ganz genau, was wir zurzeit brauchen, dass wir im Grunde verteidigungsfähig sein müssen. Dass was wir, viel Geld kosten wird. Dass viel Geld kostet, aber wir könnten viel mehr auch darüber diskutieren, was hat das bereits für zivile Konsequenzen. Was ich in die Infrastruktur investiere, kann ich natürlich auch in Friedenszeiten nutzen. Also wir müssen diesen Weg weitergehen. Ich glaube, die Bevölkerung versteht viel mehr, was gemacht werden muss. Deswegen, wir müssen einerseits die Kommunikation verbessern, das wird sicherlich die Kommunikation zur Bevölkerung, aber Sie meinen auch... Genau, sowohl als auch, einmal zur Bevölkerung, Klartext, Wahrheit reden, das ist, glaube ich, richtig und die Bevölkerung weiß es ohnehin. Und zum anderen natürlich, wenn es um politische Kommunikation geht, aber auch gerade um operative Kommunikation, da wird es auch eine Zeitenwende geben. Ich sage es nochmal, früher hatten wir die Plakate Feind hört mit, heute erzählen wir alles quasi öffentlich. Da wird es einen Turnaround geben müssen, sonst werden wir diese Verteidigungsfähigkeit nicht aufbauen können. Also einerseits mehr Kommunikation und transparenter, auf der anderen Seite das ist so. Weniger. Okay, Frau Weigel, was erwarten Sie jetzt als konkrete Maßnahmen nach diesem Skandal? Ich schaue dann Richtung Bundeswehr, Richtung Bundeswehrführung und wünsche mir davon zumindest mal den Betroffenen von diesem Abhörskandal, wenn nicht von noch weiter höherer Führung, vielleicht dem Generalinspekteur, auch einen klaren Fahrplan, was wird sich verändern? Ich finde es okay, dass man sagt, es müssen jetzt keine Köpfe rollen. Das gehört zu einer Fehlerkultur auch dazu, dass man nicht sofort weg vom Fenster ist, wenn man einen Fehler macht. Was mir dann aber wichtig ist, und das ist auch Teil von der Resilienz, dass man aus Fehlern lernt. Und da brauchen wir offensichtlich in der Bundeswehr noch andere Strukturen, weil die es momentan gibt, haben nicht ausgereicht. Mhm. Herr Stegner, befürchten Sie, dass da noch mehr kommt, also noch andere Gespräche, die vielleicht abgehört werden? Wie kann man sich dafür rüsten oder dagegen? Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist, obwohl wir auch wirklich kritische Spionagefälle und Ähnliches hatten. Aber in der Tat, wir müssen die Sicherheitsbehörden professionalisieren an der Stelle. Das ist Teil der Zeiten, wenn es der Bundeskanzler, der das Sondervermögen vorgeschlagen hat. Wir machen das, wir investieren sehr viel. Und ich traue dem Boris Pistorius, der ein sehr zupackender Verteidigungsminister ist, auch zu, dass er die nötigen Dinge auch tut, die erforderlich sind innerhalb der Bundeswehr. Mhm. Herr Alexander, gibt es einen Punkt jetzt so, wenn man in das politische Berlin schaut, in die nächste Woche, welche Debatten ja dann nochmal geführt werden, wo Sie denken, da könnte sich auch nochmal eine Stimmung ganz ändern? Na, ich glaube, dass die Bundesregierung muss sich auf eine Linie verständigen, und zwar ganz schnell und dann auch mit den Verbündeten. Weil, ich meine, der große Moment, wo es drauf ankommt, kommt ja noch. Falls wirklich Trump gewählt wird, dann muss doch am nächsten Tag der französische, der britische und der deutsche Ministerpräsident oder Premier oder Kanzler
sagen, wir bleiben bei der Stange, wir schützen auch die kleinen Länder. Also spätestens dann muss der Westen sortiert sein. Und da sind wir nun mal ein wichtiger Teil von. Vielen Dank für die Diskussion. Vielen Dank, Herr Stegner, Frau Weigelt, Herr Alexander und Herr Sensburg. Und morgen geht es in der Phoenix-Runde genau darum, nämlich dann schauen wir nach Amerika. Anders ist natürlich der Super Tuesday und fragen dann mal, was macht Trump eigentlich so erfolgreich. Vielen Dank fürs Zuschauen und jetzt Phoenix der Tag mit meinem Kollegen Marc Steinhäuser. Bis dann. Tschüss.